Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem weiteren kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wir sind immer noch am Ducoer See, immer noch am Laubenspot, also bei 85 oder 86, 129 und versuchen unser Glück auf Karpfen. Ich habe da mal ein Setup vorbereitet und ich hoffe, dass es hinhaut. Nee, das ist was anderes. Da haben wir einen Giebel mit 1,6 Kilo. Ich zeige euch gleich, wo wir stehen, was für ein Setup wir haben. Damit ihr auch genau wisst, wo wir die denn zu fangen bekommen. Da gehen direkt Grüße raus an Savobi, danke dir für den Tipp. So, und normalerweise kämpfen die Karpfen recht stark. Deswegen glaube ich auch, also beim Karpfen hier grundsätzlich haben wir ja, einen großen Beifang. Denn eben auch die Giebel und die Karauschen beißen eben darauf, auf den Mais oder die Perlkraupen. So, ich zeige euch jetzt erstmal, also wo wir stehen, wisst ihr ja hier. Wir starten hier, laufen hier bei die Brücke und dann stehen wir hier. Mit folgendem Setup. Moment, ich laufe mal eben weg, dass wir das Gepiepse nicht so hören. So, also grundsätzlich, die 8 Kilo Ruten reichen dafür vollkommen aus. Allerdings, bitte aufpassen, denn die Karpfen können sehr stark kämpfen. Dann haben wir hier mit einem Vorfach, dann hier ein 1er Haken und Perlkraupen. Das Futter zeige ich euch auch gleich, was ich da gemischt habe. Ihr könnt aber auch erfolgreiches Fischen nehmen. So, dann haben wir hier das gleiche nochmal mit dem Futter, auch ein 1er Haken, allerdings mit Mais. Und hier das gleiche nochmal, aber auch nochmal mit Mais. So, das Futter, was wir brauchen, wir nehmen einmal dieses Karpfenhonig. Dann setzen wir hier rein Vanille, weil es soll ja nicht allzu teuer werden. Basisfutter könnt ihr jetzt gemahlenen Mais reinmachen, habe ich jetzt reingemacht. Oder Kartoffelmehl. Kuchen ist auch noch okay und Zwieback auch. Wir nehmen jetzt aber mal den gemahlenen Mais. Und als Köder nochmal den Mais, weil es soll ja schön süß sein für den Karpfen. So. Und jetzt haben wir natürlich an zwei Ruten ein Biss. So, und wie gesagt, der Beifang kann breit gefächert sein, angefangen von einem Rotauge. Vorhin hatte ich sogar eine Laube dran, 150 Gramm Laube. Also wie gesagt, Beifang ist da ziemlich breit gefächert. Und die Karpfen sitzen auch, das zeige ich euch auch gleich auf der Karte, in einem 3 Meter Loch. Da sind die nämlich immer zu fangen. Allerdings ist die Bissrate von den Karpfen recht gering. Haben wir eine Karausche. So, da nochmal raus mit, volle Kanne raus, denn wir müssen mindestens 25 Meter raus, bis wir hier in dem 3 Meter tiefen Bereich drin sind. Da müssen wir reinkommen, denn da sitzen die Karpfen. Also hier komplett. Ich vermute mal, dass man die auch hier fangen kann, aber hier ist es wahrscheinlich eher geringer, die zu fangen. So, gucken wir mal. Nee, das ist auch keiner, da ist der Widerstand zu gering. Oh, das ist ein kleiner Schuppenkarpfen. Wenn nicht, probieren wir mal einen anderen Spot, wobei dieser Spot hier eigentlich ziemlich garantiert ist, was die Karpfen angeht. Allerdings eben die Bissrate hier an dem See zumindest recht gering ist. Naja, da haben wir wieder einen Giebel. So, und da einfach volle Kanne raus, dann seht ihr, zack, 3 Meter Tiefe, absetzen. So, meine Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Biss. So, hier haben wir eine ziemlich starke Bissfrequenz. Das könnte jetzt ein Karpfen sein. Ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da einen Karpfen haben. Wenn er auch nicht groß sein mag, ist auch okay. Es geht ja nur darum, um zu zeigen, wo die denn hier zu finden sind. Denn der größte Karpfen hier, der gefangen wurde, war bei 9,9 Kilo gelegen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir jetzt einen haben. Wäre dann auch ein schöner Vorführeffekt. Zumindest mal ein Vorführeffekt im positiven Sinne. Na, bist du ein Schuppenkarpfen? Ja, da haben wir einen Schuppenkarpfen, da ist er. So, wenn er kurz vorher am Land ist, Leertaste für, da ist er, 3,7 Kilo Schuppenkarpfen. Der Spot ist noch aktiv. Und da danke ich wie immer mal, oder wie immer wieder, Servobi, danke dir
Nochmals an der Stelle für den Spot. Ja, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht auch nochmal einen dran kriegen. Und dann haben wir es eigentlich schon, was den Schuppenkarpfen angeht. Haben wir nochmal einen? Ne, das ist ein Giebel. Ja, legen wir mal ab. Dann werde ich noch einen. Nee. Also wenn, dann haben wir vielleicht einen kleinen Karpfen dran. Oder ich tippe auf eine Karausche oder Giebel oder sogar Güster. Gucken wir mal. Oh, jetzt beißt er auch noch. Okay. Also gefangen haben wir den jetzt mit Mais. Mais ist bei Karpfen immer beliebt, genau wie Kartoffelwürfel. Halt eben so süßlicher Sort. Ne, sag ich ja, Giebel. 1,2 Kilo kann auch was. Gucken wir mal. Nein, das ist wahrscheinlich auch keiner. Wie gesagt, die Bissrate von den Karpfen hier ist sehr gering. Allerdings bekommt ihr bei den Karpfen auch gut XP. Gerade wenn ihr jetzt am Anfang seid. Aber bitte, wenn ihr auf Karpfen geht, guckt bitte, dass ihr die 8 Kilo Grundrute habt. Und noch die passende Rolle dafür, die passende Schnur. Denn die 8 Kilo Rute und dann eine 2 oder 3 Kilo Rolle ist nicht das Gelbe vom Ei. Das könnt ihr mir glauben, gerade bei Karpfen. Das ist doch, ist das ein kleiner Schuppenkarpfen? Ja, da ist er. Kleiner Schuppenkarpfen. 1 Kilo. Ja, wie gesagt, passt. Also der Spot ist richtig. Ihr seht das nochmal auf der Karte. Da starten wir. Hier rennen wir hin. Also der Spot ist irgendwie für alles gut. So, meine Freunde, dann danke ich euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich sag euch danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!